Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Christmas Winterland Event Video. Wir stehen hier immer noch in Ancona bei Exoma und wir gucken mal, ob der Auftrag jetzt noch da ist. Vom vorherigen Video, vom letzten ETS2 Video. Okay, es sind mittlerweile auch andere Aufträge da. Kriegen wir auch sogar ein bisschen mehr Geld von Ancona. Christmas Outdoor Closing zum Mountain Resort, zu den Snowy Peaks. Und wir sind sogar auch bei Exoma. Ist ja perfekt. Das heißt, wir fahren einmal eben drumherum. Und ich weiß jetzt wieder, was ich im letzten Video vergessen habe. Da will ich es mal nicht vergessen. Das ist mir jetzt aber auch noch nicht passiert. Seit lange, dass ich vergessen habe, einen Screenshot zu machen. Oh, fahren wir sogar hinten, wären wir sogar hinten richtig gewesen. Es war gleich wieder warm. Man merkt, dass die Fußbodenheizung wieder ordentlich einheizt, weil es draußen zu kalt ist, war scheinbar. Dann schauen wir mal, das nächste Portal ist. War echt nicht weit weg. 75 Kilometer. Fertig. Bisschen zum weniger als die 80. Dann wollen wir mal uns hier rausmogeln. Das ist echt eine Bullenhitze hier. Wir sind es angeblich nur 28 Grad im Zimmer. Ja, wo überhaupt hin? Links, rechts, geradeaus. Links. Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Und da vorne fährt ein schöner Zug entlang. Biege nach links ab. Freie Bahn. Auf geht's zum Portal. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt. Zum Snowpeak, ich glaube, das Video wird bisschen länger werden als das andere, als das vorgestrige Video. Nimm diese Ausfahrt. Je nachdem, wie es in der ATS wird, wird es eventuell für draußen knapp. Gefühlt geht die Sonne ja mittlerweile schon unter. Seit 5 Stunden. Übertrieben gesagt, aber ist ja auch keine Sonne draußen. Rechts ab. Nach rechts abbiegen, aber sicher doch. Und wir beschleunigen auf 70. Und weiter auf die 80. Schleichen davon war ja schon ganz schön, ne? Was ist Schleichen? Wir sind minimal schneller als die vor uns. Vor uns. Geht's deutlich schneller, weil Retard und so. Weil Backup.
Aber wir müssen ja auch gleich bei der Raststätte rausfahren. Mensch, eigentlich noch ziemlich viel zu tun hier am 31. Für mich. Mal schauen, ob ich alles hinbekomme. Ich bezweifle es, aber wäre schon gut. Also das eine ATS-Video vom 31. muss ich selber noch gerade bearbeiten. Hochladen und so. Das wird auch wieder so ein enges Ding. Wer weiß, vielleicht klappt das ja noch zu 18 Uhr hochgeladen zu werden. Maybe. Ich war gerade kurz am Überlegen, ob ich vielleicht die Auto verpasst habe, weil ich gefühlt schon so Ewigkeit fahre ganz wieder. Aber das ist wahrscheinlich nur so das Gefühl. Sind das auch mehr als 5 Grad, also passt das mit dem Dings? Ich muss nur erstmal wieder den rechts. Biege nach rechts ab. Ich muss nur wieder den Powerwash-Dings erstmal wiederfinden. Ich komme auch nochmal dazu. Dann ab nach Winterland. Und auf zum Mountain Resort. Also 31, wenn ich es auch hinbekomme, alles abzuschließen, also alle Sachen zu rendern, die ich jetzt gerade aufnehme und schon aufgenommen habe an ETS 2 und ATS. Bevor das Jahr beginnt, dann wäre das schon fett, aber ich bezweifle, dass es klappt. Weil einfach zu viele andere Sachen noch zu tun sind. Aber mal schauen. Bisschen weiter ausgeholt, bis wir jetzt rauskommen. Wir fahren mal 40 hier durch. Auf, ich wollte. Ach, ich will eigentlich nicht so viele Sachen machen. Mir ist gerade wieder eingefallen, dass ich schon seit Ewigkeiten wieder Alaska Road Truckers wieder mal starten wollte, weil ich es ja zuvor, glaube ich, einmal. Ich habe es gut mir geholt, weil ich wusste, dass mir sowieso irgendwann, wenn ein vernünftiger Rechner hier steht und der funktioniert und läuft, dass ich das mir dann. Dass ich das dann spielen werde und das auch wahrscheinlich wieder machen werde. Beim letzten Mal aber, als ich es angespielt habe, mit Dingens, noch mit Browser offen gespielt. Wo auch es hier in ATS und ATS 2 Ultra geleckt hat. Dass ich einfach nochmal testen wollte ohne, weil es war halt schon echt fast nicht spielbar unter den Voraussetzungen. Das ist mir jetzt nur gerade wieder aufgefallen, wo wir ja so durch den Schnee fahren, dass ich den Schnee, den dynamischen Schnee, noch gar nicht wirklich erlebt habe.
und dann sind wir jetzt auch bei den Snowy Peaks angelangt. Und laden mal die Outdoor-Kleidung ab. Sehr schön. Und dann laden wir mal die, ja, in diesem Fall jetzt die 9. von 10, aber ist ja eigentlich, ja, ist es die 9. von 10. Lieferung ab, ausgezeichnet, sogar weniger als 13 Minuten. Einfach sogar nochmal, dass die 13 Minuten unterboten. Christmas Outer Closing von Ancona nach, von Ancona nach Winterland zum Mountain Resort geliefert. Gefahrenstrecke 116 Kilometer, Dauer 12 Minuten. Verbrauchskraftstoff 72,4 Liter. Der 179. erledigte ETS 2 World of Trucks Auftrag war dies gewesen. Knapp 5.500 gab es dafür und 131 Erfahrungspunkte. Da bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Christmas Winterland Event Video wieder. Tschüss!